Heute befindet sich Mein Geld TV live auf dem Funkkongress in Mannheim. Der Markt und die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Fondsvermögensverwaltungslösungen boomt. Um die Hintergründe dazu zu erläutern, möchte Mein Geld TV zwei Experten, Herrn Gabriel von Kanal, Generalbevollmächtigter Augsburger Aktienbank AG und Herrn Dirk Fischer, Geschäftsführer Patriarch Multimanager GmbH, dazu befragen. Beide Häuser arbeiten erfolgreich seit 12 Jahren in diesem Produktsegment zusammen. Herr von Kanal, welche Rolle spielt die Augsburger Aktienbank AG in der Zusammenarbeit mit der Patriarch? Die Augsburger Aktienbank übernimmt zwei Rollen in der Zusammenarbeit mit Patriarch. Zum einen ist sie Depotstelle, das heißt, sie ist für die Abwicklung und Verwahrung aller Wertpapiere, die im Rahmen der Vermögensverwaltung gekauft werden, zuständig. Und das Besondere ist die zweite Rolle, in der sie auch zusätzlich die Rolle des Vermögensverwalters übernimmt. Das hat für den Vertrieb den großen Vorteil, dass Depoteröffnung und Vermögensverwaltung in einem sehr schlanken Prozess mit einem Antrag dargestellt werden können. Herr Fischer, wie ist Ihr Haus aufgestellt und welche Verantwortung übernehmen Sie in der Zusammenarbeit mit der Augsburger Aktienbank AG? In der Zusammenarbeit mit der Augsburger Aktienbank AG haben wir drei Funktionen. Funktion 1 ist, wir sind der Produktbauer, wir haben das Produkt kreiert. Die zweite Funktion ist, dass wir den entsprechenden Manager selektieren und auswählen und auch beobachten. Und die dritte Funktion ist der Vertriebsauftrag, also die Botschaft zu dem Produkt an den Anleger zu adressieren und ihm es zu erklären, wie es funktioniert. Das sind die drei Funktionen und das machen die Augsburger Aktienbank und wir seit über 12 Jahren sehr erfolgreich. Herr von Kanal, welche Vorteile bietet ein gutes Vermögensverwaltungskonzept für den Endkunden? Ja, eine Vermögensverwaltung bietet für den Kunden zunächst mal den ganz großen Vorteil, dass sie sich selbst nicht mehr um die permanente Überwachung der richtigen Zusammensetzung seines Portfolios kümmern muss, sondern dass eben diese Funktion durch einen absoluten Experten und dessen Mannschaft im Hintergrund erledigt wird. Das ist mal der Kerngedanke einer Vermögensverwaltung, der wie gesagt dann im Ergebnis dafür sorgen soll, dass im Wesentlichen größere Verluste vermieden werden. Also Risikoreduzierung ist das Hauptziel einer guten Vermögensverwaltung, damit die Vermeidung von längeren Verlustphasen und eine möglichst geringe Volatilität, das heißt eine möglichst geringe Schwankungsbreite. Denn wir wissen ja, dass das die meisten Kunden in Deutschland im Wertpapiergeschäft eben nicht vertragen. Und genau das macht auch eine gute Vermögensverwaltung aus, dass eben das Risiko auf der einen Seite reduziert wird und gleichzeitig die Schwankungsbreite nach Möglichkeit äußerst gering gehalten wird. Und im Ergebnis führt das dann auch zu einer guten Performance, die deutlich über den Renditen liegen, die man normalerweise im Tagesgeld und im Festgeld erzielen kann. Und der Kunde muss sich um gar nichts kümmern? Der Kunde muss sich um rein gar nichts kümmern. Das ist sozusagen die Komfortlösung für den Kunden, weil alles andere von Profis im Hintergrund gemacht wird. Er kann quasi bedenkenlos in Urlaub fahren, er kann alles machen. Er weiß ganz genau, Experten sind zu jeder Zeit am richtigen Platz, kümmern sich um die richtige Zusammensetzung seiner Asset Allocation. Wenn es eben Markteinbrüche gibt, gehen die raus. Und das ist im Prinzip genau das, was den Kern einer guten Vermögensverwaltung ausmacht. Herr Fischer, Ihr Fondsvermögensverwaltungskonzept besitzt ein Spezialtrend 200 Absicherungssystem. Mit dem haben Sie ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber allen Wettbewerbern. Was verbirgt sich dahinter? In der Trend 200 Systematik kombinieren wir quasi Mensch und Maschine. Die menschliche Seite, das ist Dr. Jens Erhardt mit seinem 100-köpfigen Team und seiner 40-jährigen Erfahrung, ist dafür zuständig, was wir in die Produkte hineinkaufen. Und die Maschine sozusagen, die Charttechnik, da nutzen wir den ältesten Indikator der Welt, das ist die 200-Tage-Linie für die Entscheidung, ob wir kaufen oder verkaufen. Die entscheidet eben genau, wann wir im Markt sind und wann wir nicht im Markt sind. Vielleicht ein Beispiel dazu. Im zweiten Halbjahr 2011, was sehr, sehr schwierig war, hat uns das Signal gezeigt, dass wir besser nicht im Markt sind. Das war hervorragend. Der Markt ist 25% gefallen. Unsere Anleger standen am Seitenrand. Dann kriegten wir Anfang 2012 das Signal, wieder in den Markt zurückzugehen, was wir bis heute, 2015, ununterbrochen getan haben. Und der Markt ist nach oben gelaufen. Also man sieht, das Timing macht die Technik. Und die Entscheidung, was wir an Titeln reinkaufen, das macht der Mensch. Und das ist tatsächlich einzigartig. Und unsere Anleger hatten im letzten Jahr eine Rendite zwischen 6,5 und 8,25. Und das mit einer ganz niedrigen Volatilität. Das passt einfach sehr gut in die Zeit, wo die Leute ja eine Kombination zwischen Rendite, Sicherheit und Liquidität suchen. Dankeschön. Herzlichen Dank für das Interview. Mein Geld TV berichtete live auf dem Fondskongress in Mannheim.